Wir, der Hof, wir haben uns ja spezialisiert auf Familien mit Kindern und Kleinstkindern, auch in der Nebensaison. Kann man wunderbar spielen und Mama und Papa oder die Großeltern, was ja auch ein Riesenthema ist für uns, die können schön Kaffee trinken. Ja, also hier, wir versuchen ja hier bei Bauer Martin, versuchen wir dieses Rundum-Sorglos-Paket. Ganz neu haben wir jetzt auch eine Hauspost, eine Hotelpost und wir überlegen unsere Gäste mit dem Taxiservice wirklich auch ins Zentrum nach Köln zu fahren, wenn man doch abends mal essen gehen möchte. Ganz gemütlich, trinkt man natürlich auch noch dort zwei, drei Wein und ja, dann kann man das auch mit dem Taxi machen. Oder auf dem Bauernhof, das ist glaube ich ganz wichtig, ist einfach so ein bisschen loslassen, die Kinder können spielen und da wir viele Stammgäste haben, die immer wieder kommen, finden wir es natürlich toll und das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir hören das ja immer wieder. Das fängt nicht nur beim Pferd an, das ist beim Huhn. Ein Huhn, wenn es ein kleines Kind ist und das ist irgendwie 2 Jahre, 1,5 und das Huhn steht davor, man muss sich als Erwachsener mal in diese Größenverhältnisse reinversetzen, sensationell. Dann tun wir schon mal ein bisschen Futter rein. Ja. Und ihr wartet mit dem Eiersuchen, bis alle Kinder drin sind, okay? Damit auch jeder die Chance hat, ein Ei zu finden. Hier lernen sie echt, wo kommt die Milch her. Dass es nicht von der lila Kuh kommt und das ist Urlaub auf dem Bauernhof. Zurück zur Natur. Auch hier zu wohnen in wirklich exklusiven Luxus-Wellness-Häusern. Ich glaube, wir treffen da ein ganz bestimmtes Klientel, die einfach sagen, hey, das ist es. Darauf sind wir spezialisiert und zwar das ganze Jahr. Oh. Ja, meine kleine Zaubermaus, die hat den Bauer Martin ganz lieb, sagt immer, hallo Bauer Martin, guten Morgen Bauer Martin. Und so geht es eigentlich auch den ganzen Tag. Doch, das ist genau das, was es hier ausmacht. Genau. Oh, sind wir glücklich. Der Bauer Martin ist immer glücklich, egal was passiert. Wir sehen hier MAN aus den 50er und Anfang 60er Jahren. Ja, die wurden nur ein Jahr gebaut, ja. Von 56 bis 57. Und einer ist einer von den Ersten und einer ist einer von den Letzten, ja. Dass die nun gerade bei uns gelandet sind. Das ist ja nur komisch, ne? Es war total schön. Wir sind ja schon so oft hier gewesen und wir kommen sicherlich nächstes Jahr auch nochmal wieder, denn ich hätte ja gern meinen Gutschein, Martin. Wenn jemand sagt, ich brauche noch ein schönes Geschenk, und das kann er für Bauer Martin oder auch für die Ostseevermittlung. Und nicht nur das Geschenk für Urlaub, sondern auch mittlerweile Geschenke für Wellness, Massagen, Kosmetik. Wir sehen hier jetzt Ponyreiten für die Kinder. Auf deinen Kopf legen. Du bist schneller als ich. Und wer ist denn dein Lieblingspferd? Ja, also die Gäste, die auch zu uns kommen, sind natürlich kritisch, ganz klar. Sollt ihr auch. Und wir versuchen denen das natürlich auch nahezubringen, was wir hier machen. Ja, das ist also einer sind ja dieser Freizeitferienhof, aber auch die Landwirtschaft gehört ja dazu. Ich habe morgen wieder einen Papa, der sagte, Martin, also normalerweise auf dem Bauernhof wäre ich nie gefahren. Und als er unsere Anlage entdeckt hat, hat er gesagt, hey, das ist genau das, was ich will, in einer schönen Region mit Ostseeblick. Die Kinder sind beschäftigt, das Reitprogramm läuft, morgens das Tiere füttern. Jeder Bauernhof ist unterschiedlich und die Vermieter sind unterschiedlich und jeder hat auch so seine Vorzüge. Jeder findet auch seinen Bauernhof absolut. Aber wir haben nun mal das Glück, dass wir die Ostsee direkt vor der Tür haben und darauf sind wir sehr, sehr stolz.